Ja, danke. Aktuell geht es mir jetzt schon besser. Also, ich habe jetzt schon wieder in den letzten Wochen gute Fortschritte erzielen können. Ist vom Schmerz her um einiges weniger geworden. Also, kann jetzt schon nahezu eigentlich schmerzfrei Skifahren. Dementsprechend genieße ich das hier natürlich umso mehr, weil das doch wieder andere Qualität einfach ist, wenn man in Skischuh reingeht und jetzt eigentlich keine großen Schmerzen verspürt. Jetzt geht es darum, dass ich die Feinabstimmungen, die Feinheiten im Endeffekt rausarbeite. Und schaue, dass ich mich Schritt für Schritt eben an die Weltcup-Truppe, an unsere Weltcup-Truppe wieder heranpirschen kann. Und dann hoffe ich doch, dass ich in absehbarer Zeit zumindest im Slalom wieder einsteigen kann. War prozentual schwer zu sagen, weil es halt immer von den Bedingungen auch abhängt. Also, wir haben jetzt letzte Woche eben im Mölltal trainiert. Das waren relativ, sage ich mal, leichte Bedingungen. Hat mit Weltcup-Bedingungen jetzt noch nicht wirklich viel zu tun. Da war ich ja schon noch ein bisschen weg, aber jetzt nicht mehr so viel als wie die Wochen vorher. Also von dem her, es sind Schritte da, die in die richtige Richtung gehen. Aber es kommt natürlich nach wie vor sehr, sehr viel darauf an, wie die Bedingungen sind, wie die Pisten sind. Und da ich ja schon einige Jahre auf dem Buckel habe, weiß ich, was mich erwartet. Und weiß auch dementsprechend, dass es schon noch ein paar auch schwierige Trainings auch braucht, um wirklich auch konkurrenzfähig bei schwierigen Bedingungen auch zu sein. Absolut, das ist mein Ziel. Und das habe ich auch so im Gefühl, dass es auch wieder soweit sein wird. Wann es dann genau sein wird, das kann ich leider nicht sagen. Aber das Positive ist, dass sich die letzten Wochen, letzten Monate sich sehr, sehr viel in die richtige Richtung bewegt hat. Und das lässt mich doch positiv stimmen, dass ich eben in absehbarer Zeit auch wieder konkurrenzfähig Slalom fahren kann. Ja, schwer zu sagen. Also, ich habe jetzt relativ wenig Zeit zum Testen gehabt im Riesenslalom generell. Grundsätzlich taugt mir das schon, wenn die Ski eben wieder ein bisschen einfacher zu fahren sind, weil ich mir doch die letzten Jahre ein bisschen schwerer getan habe. Im Riesenslalom geschafft. Von dem her schaue ich da mit positiven Erinnerungen zurück. Aber auf dem Radius waren sozusagen mein Durchbruch im Riesenslalom geschafft. Von dem her schaue ich da mit positiven Erinnerungen zurück, aber auch nach vor. Ich glaube, da können wir uns alle mit einschließen, das ist mit der schönste Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann. Wenn man jetzt nicht den Arbeitsplatz hier hat, so wie wir, dann kann man es trotzdem, glaube ich, in der Freizeit super nutzen, wenn man hierher kommt. Wochenenden hoffentlich sind ja doch sozusagen frei für normale Leute, die sich da die Zeit nehmen können. Von dem her, glaube ich, ist das ein Traum, hier draußen stehen zu dürfen, auf dem Schnee schon runterfahren zu dürfen. Bedingungen sind top. Also der Schnee im September hat sein Übriges getan und von dem her, glaube ich, steht einem super Weltcup-Opening nichts mehr im Wege. Ah, jetzt lassen wir zuerst mal den Felix das gut schaukeln, aber ich glaube, dass er das sehr, sehr gut macht. Und dann schauen wir das mal in Ruhe an und dann überlege ich das. Ja, kann ich mehr als bestätigen. Ich glaube auch, dass Stefan im Riesenslalom und auch im Slalom, aber auch der Linus, Strasser Linus, gemeinsam mit Felix sehr, sehr gut schon drauf sind. Und da erwarte ich einiges.